Und damit sind wir bei dem Match, das heute nicht nur die Herzen der schwedischen Fans erwärmte. Leighton Hewitt gegen Jonas Björkman in der Rod Laver Arena. Und Patrick McEnroe sagt uns dazu. Nun, Jonas Björkman war mal die Nummer 4 in der Welt, aber das war dann doch ein bisschen höher, als es eigentlich seinen Fähigkeiten entsprach. Nun, er ist ein großartiger Kämpfer, ist ein kluger Spieler, arbeitet extrem hart und es ist gut zu sehen, dass er zurückgekommen ist. Ja, er hat das Comeback geschafft, hat eine gute Personality, einen großen Charakter. Und McEnroe meint, er glaubt zwar nicht mehr, dass er so hochkommt, wie er gestanden hat, aber es ist schön, ihn wieder dabei zu haben. Erster Satz, 3-beide steht's. Erster Punkt in diesem 7. Spiel. Björkman serviert. Und immer wieder dieses Aufpushen, typisch für Leighton Hewitt. Und das war auch der Kick für die australischen Zuschauer, die hier natürlich in der Überzahl waren, in Schweden gegenüber. Jetzt steht's 5-beide. Chance zum Break für Hewitt. Ja, daran werden wir uns gewöhnen müssen. So feiert er jeden Punkt, jedes Spiel. 6-5 Führung für den neuen australischen Superstar, der letzte Woche in Sydney gewonnen hat. Sein 7. Titel. 6-5, 40-15, Ball im Aus. Nach 54 Minuten gewinnt Leighton Hewitt den ersten Satz. Zweiter Satz, erstes Spiel. Kritische Situation für Jonas Björkman. 15-40 und was für ein Return von Hewitt. Für ihn ist das das 9. Spiel in diesem Jahr. Er hat erst 1 verloren gegen Tommy Haas im Viertelfinale von Adelaide. 3-2 Hewitt. Vorteil Jonas Björkman. Und das Break für den 28-jährigen Schweden aus Växjö. Und da sieht es mir fast so aus, als würde er ein bisschen die Attitüde von Hewitt kopieren. War der geschockt? Hat ihn das angemacht? Es steht 4-5 aus der Sicht von Hewitt. 30-40 das Break und zugleich der 2. Satz für Björkman mit einer neuen Frau an seiner Seite. Vielleicht auf dem Weg zu neuen Höhen. Fünftes Spiel, 3. Satz, 2-2, 30-0. Nicht nur Hewitt kann exzellent passieren, auch das, auch Björkman kann das. Dann Schrecksekunde, Physio auf dem Platz. Leighton Hewitt musste behandelt werden. Es steht 2-5, 30-40 aus der Sicht des Australiers. Und mit einem Doppelfehler gibt er diesen 3. Satz ab. Er geht mit 6-2 an Björk. Vierter Satz, 3-beide, 30-40. Eine Wahnsinnsrallye. Das 7. Spiel im 4. Satz, es geht an Leighton Hewitt und da tobten die Fans. Jetzt ließ sich auch Björkman behandeln. Blasen am Fuß.
3:5, 15:40. Breite Maus, die Vorhand des Schweden. Nach 50 Minuten der vierte Satz für den 19-Jährigen aus Adelaide. Fünfter Satz, viertes Spiel, 1:2, 30:15 aus der Sicht von Björkman. Björkman hatte erkannt, dass es von der Grundlinie immer schwerer wurde gegen Hewitt, der zweifellos die besseren Grundschläge hat. Versuchte sein Spiel umzustellen, zu mixen, versuchte sein Glück am Netz. 2:3 aus der Sicht des Schweden, der jetzt servieren wird. Auf ein neues also. Ausgerechnet. Tja, jetzt sind das vielleicht doch ein bisschen das Händchen beim Schweden. Kein Wunder, wär's. Prompt wird's kritisch. 15:30. Chancen Hewitt. Riskiert von Björkman mit Erfolg. Zweimal genau in die Ecke. 30-40. Noch ein Doppelfehler. Oh, ist das bitter für Björkman. Hewitt jubelt die Fans mit einem Rock'n'Roll. Und 4:2 führt ihr Favorit, ihr Liebling da unten auf dem Platz, obwohl er schon fast draußen war aus dem Turnier. Und sein Gegenüber. Tja. Das ist jetzt vielleicht doch schon aussichtslos. Gegen so viele Gegner, wenn man so will. Und auch die eigene Müdigkeit. Wow.
Number 15. Das 14. Ass von Hewitt. 15-0. Kein Protest. 30 beide. Noch ein Spiel und er hat sein großes Ziel Nummer 1 erreicht, nämlich zumindest diese Partie hier zu überstehen. Vom Rest des Turniers wollen wir noch gar nicht reden. Na, ganz so weit ist es noch nicht. Das war zu früh eingeblendet, hat mich schon gewundert. Jörg, man wehrt sich. Einstand. Die beste Antwort, die er geben kann. Fantastisch. Jetzt das 5:2 und wieder ein Schritt näher zum Sieg in dieser tollen Partie, Leighton Hewitt. Und da stehen so viele Zuschauer da oben auf den Tribünen und schlagen sich auf die Brust im Stil des Leighton Hewitt, wie er das immer zeigt, wenn er oben auf ist, wenn er sagt, ich pack das. Und er ist auf dem besten Wege, das hier zu tun. Ein Spiel, das fehlt ihm noch. Jetzt hat Jonas Björkman die schwierige Aufgabe vor sich, gegen den Verlust dieser unglaublichen Partie zu servieren. 3,5 Stunden sind gespielt. Und er hat da eine große Chance gehabt, der Schwede, aber sie scheint ihm jetzt wirklich noch einmal durch die Finger zu rutschen. Und was für eine Aufholjagd dieses Mannes, Leighton Hewitt. Die Verletzungssorgen zwischendurch haben ihn offensichtlich aus dem Tritt gebracht, aber nur zeitweise. Und das spricht wirklich für einen ganz großen, wenn man sich so auf diese Art und Weise wieder reinkämpfen kann vor eigenem Publikum. Davon kann sich so manch einer, der vielleicht mehr Talent hat, aber weniger Stehvermögen, eine dicke Scheibe abschneiden.
Mitternacht längst vorbei und sie spielen immer noch. Jonas Björkman serviert. Sind beide. Punkte noch. Dann steht er in Runde 2, Leighton Hewitt. Und dort wartet, wie gesagt, Tommy Haas. Will einfach nicht nachgeben. Hochachtung vor Jonas Björkman. Sie fühlt alles mit, ist ja klar. Nach 3 Stunden 36 Minuten auf dem Platz. Das wäre den Matchball wert gewesen. Würdig gewesen, muss man schon sagen. Was für ein Ballwechsel. Noch nicht. Noch gibt er sich nicht geschlagen. Jonas Björkman, schauen Sie sich das noch mal an. Tschüss. Schreit da unten Leighton Hewitt ins Publikum, gefühlsmäßig zumindest, und die Familie, die zittert wieder mit. Der zweite Matchball. Thank you.
Björkman doch noch mal mit der Chance, auf 3:5 ranzukommen. Riesig. Das, was ihnen beim zweiten Matchball nicht gelangt, das sitzt hier. Cheers. Chance Nummer 3. Mutter Sherilyn hält fast nicht mehr aus da oben. Kein Wunder. Macht's wirklich spannend hier, so ein Mann. Ja, das musste es sein. Das musste es sein, der Sieg in 5 Sätzen nach über 3,5 Stunden Spielzeit für den Youngster, der also seinem Publikum hier in Australien doch noch erhalten bleibt. Allen Anstrengungen von Jonas Björkman zum Trotz gewinnt Leighton Hewitt nach Superstart, nach tiefem Einbruch, dann doch noch die Rettung, das Aufbäumen dieses jungen Mannes, von dem wir sicherlich noch mehr sehen werden. Und Leighton Hewitt steht in Runde 2 gegen Tommy Haas. 7:5, 4:6, 2:6, 6:3 und 6:2 gewinnt der 19-jährige Leighton Hewitt. So, liebe Zuschauer, wir sehen hier also noch einmal das Ergebnis. Kompliment natürlich auch an ihn. Bitter, dass er verloren hat, aus seiner Sicht natürlich auch. Denn die Chance, die war da. Die hat eine Hand gehabt. Es hat nicht sollen sein. Sie verabschieden ihn mit mehr als verdientem Beifall. Kein Wunder, Jonas Björkman. Schade, wie immer, dass es einen Verlierer geben muss in so einer Partie. Da fehlen mir fast schon die Worte nach diesem fantastischen Thriller. Bye-bye, Jonas, und auf Wiedersehen bald, Leighton Hewitt. Bei uns geht es gleich weiter mit Marie Pierce und Jürgen Höttger. We'll be right back.